Hey Internet und YouTube zurück bei dem King. Und ich muss die Wohnhäuser überprüfen. Zum Beispiel hier. Tür ist verschlossen, an der Tür klopfen. Hallo? Hallo? Ist das der Briefträger? Natürlich. Ach, ich hoffe, mein Herbstkatalog ist endlich na da. Na klar, der Otto-Versand hatte mehrere hundert Jahre Verspätung. Ah, King schickt mich. Ach, Evan, er ist ein echter Kavalier. Bitte, kommen Sie doch herein. Einen Augenblick, ich sperre die Tür auf. War gelogen, ich bin von der Familie. Was für eine dumme... Was zum Teufel haben denn Sie hier drinnen verloren? Verschwinden Sie, verdammt nochmal! Wer zum Teufel bist du? Deine Frau hat mich reingelassen. Wegen irgendeinem Katalog? Ach, zum Kuckuck. Hören Sie, meine Frau ist dumm wie Stroh, ja? Wenn Sie mit jemandem reden wollen, dann müssen Sie mit mir reden. Also, was zum Teufel wollen Sie? Oh, besser mit jemandem reden, der dumm wie Stroh ist, als ein Arsch mit Ohren. Evan sagte mir, ich sollte nachsehen, ob hier alles okay ist. Uns geht es bestens. Einfach herrlich. Ich liebe es, in meinem Haus zu sitzen und Däumchen zu drehen. Klasse. Sagen Sie, Mr. King, den ganzen Tag hier herumzusitzen, macht uns kein bisschen sicherer. Wir müssen etwas unternehmen. Was hältst du von der Familie? Das ist verkommener Abschaum, der beschlossen hat, Arifu als privaten Vergnügungspark zu missbrauchen. Die sind völlig außer Rand und Band. Ich würde ja gern auf sie schießen, wenn ich könnte. Aber wenn man sieht, was sie den Brahminen angetan haben, würde ich das nicht lange überleben. Die Brahminen, die haben auch keine Waffen. Wie sollen Brahminen schießen? Du Idiot. Okay. Gut, verschwinden Sie. Du, dich rette ich nicht. Hallo. Hallo, ich habe gehört, du bist schlau wie Stroh. Sie sind vom Herumlaufen in dieser grässlichen Hitze bestimmt erschöpft. Hm. Ach, und hungrig sind Sie sicher auch. Nehmen Sie bitte Platz. Genau so. Ich heiße Brayley Ewers. Machen Sie sich nichts aus meinem Ehemann Kenneth. Er ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das ist aber nicht mein Problem, gute Frau. Ist ja alles okay? Ach, er ist ja so ein Schatz. Ich muss unbedingt noch mehr von diesen Konserven machen, die er so sehr mag. Okay, und was geht sonst so? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich backt Mrs. West gerade ihre berühmten Plätzchen und die Kinder spielen alle im Hof. Draußen ist es so schön. Das Gras sieht um diese Jahreszeit wundervoll aus. Okay. Sie wissen, dass vor 200 Jahren ein Krieg stattgefunden hat? Nun, darüber muss ich mit meinem Mann sprechen. Wir könnten es bei der nächsten Sitzung des Hausbesitzerverbands zur Sprache bringen. Alles klar. Ach, ich liebe diese Sitzungen über alles. Ich glaube, ich werde Brötchen mitbringen. Gute Idee. Okay. Es tut mir leid, ich nehme alles zurück. Viel Spaß noch. Ja, dann zum nächsten Haus. Ups. Nichts passiert. Hier. Evans Haus. Du bist's. Der Brief. Oh! Schade. Na gut, immerhin ist diese Familie jetzt vereint. Aktivieren. Die Leichen der Wests haben Bissmunden am Hals, die bis zum Knochen Vampire, eindeutig. Notiz hinzugefügt. Medizinische Untersuchung. Die Leichen der Wests. Okay, danke für die Notiz. Keine weiteren Hinweise auf das Vorgefallene. Er lebt noch. Eindeutig Vampire. Gut. Ich leg mich mal hin. Sieht nicht gut aus für die Wests. Habe ich ein Haus übersehen? Hier vorne. Immerhin muss ich Ihnen die Sache mit Megaton nicht erklären. Klopf, klopf. Ja, wer ist da? Der. Ich gehöre zur Familie. Darf ich rein? Er hat Sie also geschickt? Es ist auch höchste Zeit, dass er endlich etwas unternimmt. Hm. Kommen Sie herein. Ich werde die Tür aufschließen. Okay, Shanties. Es ist schön, in dieser Gegend ein freundliches Gesicht zu sehen.
Das hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Wer sagt, dass ich freundlich bin? Ich heiße Karen Chancy. Karen, wussten Sie, dass die Bests tot sind? Was? Oh Gott! King muss jetzt endlich etwas dagegen unternehmen. Sagen Sie ihm, er soll sich von seinem faulen Hintern erheben und diese Mistkerle jagen. Alles in Ordnung hier? Ich habe schreckliche Angst. Ich bin froh, dass er wissen will, wie es uns geht. Aber wenn nicht bald jemand was unternimmt, bleiben wir ewig drin. Ereignisse? Wir haben furchtbare Angst. Evan King hat jeden so eindringlich vor der Familie gewarnt, dass niemand einen Fuß nach draußen setzen will. Dieser Blödmann gibt hier den Ton an. Aber denken Sie, er würde etwas gegen unser Problem unternehmen? Nicht die Spur. Was soll er dagegen unternehmen? Der Typ ist so alt wie der Krieg. Was hältst du von der Familie? Die terrorisieren uns nur ständig. Verlocken uns dazu, unsere Türen zu öffnen, werfen Flaschen an unsere Häuser und schreien uns an. Wenn King hinter mir stehen würde, würde ich rausgehen und ihnen zeigen, was ich von ihren Besuchen halte. Vor allem nach ihrem letzten Überfall. Okay. Tschüss. Klar. Gehen Sie. Genau wie jeder andere auch. Oh, ja, was denn? Ich muss diese Option auswählen, sonst stecke ich hier ewig fest bei dem Dialog. Karen? Schau doch nicht so traurig. Karen. Geh zurück ein Stück. Und jetzt aufs... Okay. Ah. Meine Güte. Na, jetzt. Alles in Ordnung, bis auf die Nun, Bests. Geht es allen gut? Fast allen. Was haben Sie gesagt? Geht es allen gut? Die Bests sind tot. Die Familie muss sie beim letzten Angriff erwischt haben. Diese miesen Hunde. Verflixt und zugenäht. Wenn wir doch nur mehr Männer hätten, dann könnten wir es mit ihnen aufnehmen. Ich habe es satt, dass sie diese Stadt terrorisieren. Moment mal. Wurde während der Durchsuchung bei den Wests die Leiche ihres Sohnes Ian gefunden? Nee, nur die Eltern. Das muss die Familie gewesen sein. Ich habe ihren verrückten Führer dabei erwischt, wie er unten am Fluss mit Ian sprach. Ich weiß, dass ich sie schon um vieles gebeten habe. Naja, so viel. Aber sie müssen diesen Jungen finden. Er hat etwas Besseres verdient. Ach, keine Sorge, ich finde schon heraus, was mit dem West passiert ist. Danke, Junge. Sie sind in Ordnung. Alright. Bisswunden am Hals. Kennst du das von irgendwoher? Bisswunden am Hals? Das ist das Merkwürdigste, was ich je gehört habe. Die Familie muss Kampfhunde dabei haben oder so etwas ähnliches. Vampire. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was soll ich denn jetzt tun? Die werden immer wieder zurückkommen, bis wir alle tot sind. Wir müssen alle sterben. Wenn ich die Familie das nächste Mal sehe, wird sie für alles büßen. Ja, ja. Erzähl das den Wests. Auf Gabowitsch. Die Familie finden. Ort anzeigen geht nicht. Oh, Mann. Ja, und wie soll ich die jetzt... What? Finden? Moonbeam Freiluftkino. Schauen wir nochmal dorthin. Hier ist niemand. Außer jeder Menge Zigaretten. Wow. Was ist hier los? Tada! Nee, Items. Actionsgewehr. Was zum Henker? Ich hab dich gehört. Okay, ein kleines Tänzchen. Das war... Ja, Chinesisch. Ich habe nur Chinesisch gelesen. Komm her. Ringe-Ringe-Reihe. Ich verschwende keine Kugel für dich. Komm. Ah. Au. Na klar, kurz vor Schluss muss er mich erwischen. Also, lass uns das mal... Was ist denn hier los? Sind das die oder sind das nur Psychos? Ich meine, sind das... Hier sind überall Psychos, aber... Etwas näher. Ich bin noch immer versteckt. Ah! Schabernack! Nein. Oh, nee, ich wollte... tu mir das nicht an.
Vorsicht! Du kannst mich jetzt nicht mehr sehen. Ach, verdammt, was soll's? Komm her. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Schicke Frisur. Jetzt geht's los. Okay, wo ist deine Freundin? Oder Freund? Oder beides? Fortem Fair. Hat sich ins Höschen gemacht und ist abgehauen. Wunderbar. Hier ist also niemand. Dann. Nein, passt schon. Freiluftkino war niemand. Was Feinde? Oh, nicht der Idiot! Einmal auf sie rüber hier. Oh, fuck. Oh, no! Das ist vielleicht etwas untertrieben diesmal. Au! Daneben! Daneben! Oh, Mann. Wie ein Hase! Gesetzestreue Bürger. Shit. Haha. E-Zelle und Altmetall. Irgendjemand freut sich immer über Altmetall in diesem Spiel. Okay, dann gehen wir in die Station. Vielleicht sind sie wahrscheinlich, oder? Okay, betreten wir das und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. YouTube, macht's gut. Tschüss.